aber zumindest über 200 verschiedene genetische Ursachen, die zu Muskelerkrankungen führen. Und in Summe sind daher diese Erkrankungen und die Betroffenen und Erkrankten gar nicht so selten. Das betrifft sehr viele Familien. Muskelerkrankungen sind Erberkrankungen, das oft über mehrere Generationen. Wir sind jetzt schon lange da mit meinem Team und haben in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten bald immer wieder große Rückschritte hinnehmen müssen. Und für uns bedeutet das nichts anderes, wie zurück an den Start, Dinge zu hinterfragen, endlich verstehen zu lernen und darüber nachzudenken, warum das passiert und warum es nicht passiert ist. Worum es uns jetzt geht, ist, diese Fragen endlich zu beantworten, was machen diese Moleküle, um die es hier geht, tatsächlich im Muskel, warum sind die dort so wichtig, welche Aufgabe erfüllen sie und warum ist es notwendig, dass diese Moleküle vorhanden sind und wann passieren die entscheidenden Katastrophen im Muskelgewebe. Warum kommt es dazu, dass bei einem Kind mit Muskeldystrophie der Muskel sukzessive in Binde- und Fettgewebe umgebaut wird und sukzessive die entsprechende Funktionalität des Muskelgewebes verschwindet. Wir müssen in der Grundlagenforschung massiv investieren, wissend, dass viele Sackgassen dabei sein werden, viele Rückschläge kommen werden, aber wenn wir das nicht tun, werden wir in der Klinik keine anwendbaren Ergebnisse bekommen. Die finanzielle Unterstützung der Forschung für seltene Erkrankungen, wie es Muskelerkrankungen eben sind, sind von öffentlichen Stellen ganz, ganz schwierig zu bekommen. Muskelforschung, Unterstützung bedeutet Spenden, um einfach wirklich Spitzenforschung betreiben zu können. Und das ist die einzige Chance, um irgendwie einen positiven Ausblick in die Zukunft machen zu können.